Die Linkspartei will die Klimawende drastisch beschleunigen und zugleich das Portemonnaie von Menschen mit wenig Geld schonen. So soll Deutschland bereits im Jahr 2035 klimaneutral wirtschaften und damit weit früher als von der Bundesregierung geplant. Das fordern die Parteivorsitzenden Henning Welse und Wissler in einem Thesenpapier, das sie heute auf einer digitalen Klausurtagung vorstellten. Wenn wir Industrie klimaneutral umbauen wollen und die Beschäftigten in den Transformationsbranchen schützen wollen, dann müssen wir zukunftsfähige Jobs schaffen und Einkommen garantieren. Wir wollen 20 Milliarden Euro pro Jahr investieren in einen Transformationsfonds, gerade auch mit Blick auf die Automobilindustrie und andere energieintensive Industrien. Und da, wo mit Steuergeldern Unternehmen direkt unterstützt werden, müssen Gegenleistungen gebracht werden. Das heißt langfristige Garantien für Arbeitsplätze und Tarifverträge für gute Arbeitsbedingungen. Und nur so können Investitionspläne verbindlich werden, um den notwendigen Umbau der Produktion bis 2035 zu schaffen. Justus Kliss in Berlin. 4,9% hatte die Linke bei der Bundestagswahl ja erreicht und es gerade noch so in den Bundestag geschafft. War das Wahldesaster heute noch Thema oder war das wirklich nur ein Blick nach vorn? Das war allerdings ein Thema. Die beiden Parteivorsitzenden haben sich das allerdings geteilt. Für die schlechten Nachrichten war Susanne Hennig-Welso zuständig, die aus dem Homeoffice zugeschaltet war, weil sie einen Corona-Fall im Umfeld hatte und da nicht auftauchen wollte, da wo Janine Wissler stand. Um das Ergebnis nochmal aufzuarbeiten, macht die Linke eine Mitgliederbefragung. Derzeitiger Stand, 14.000 Antworten haben sie schon. Morgen geht diese Befragung zu Ende und dann wird die Partei sich noch mal intensiv damit beschäftigen. Und Frau Hennig-Welso hat in ihrer Sprache vor allen Dingen, in ihrer Ansprache an die Partei und an die Mitglieder gerichtet, dass es eine schonungslose Aufarbeitung sein muss und dass man auch Fehler benennen muss und dass wer Recht hat, nicht nach draußen geschoben werden darf und dass man alles auf den Tisch legen müsse. Das war tatsächlich ziemlich schonungslos und war interessant zu sehen, diese Rollenverteilung, denn Janine Wissler hatte dann eine etwas andere Rolle. Man hatte den Eindruck, die Linke will die Grünen beim Klimawandel überholen nach dem Papier, das da heute vorgestellt wurde. Warum setzt die Partei gerade auf dieses Thema? Ich glaube, die Partei versucht, eine Lücke zu besetzen, die sie ausgemacht hat. Die Ampel steht ja für eine Transformation und Klima und die Linke setzt darauf auf und sagt, wir müssen den Klimawandel und die Transformation sozial gerecht gestalten. Sie sagt auch, mit Blick auf den Osten, da wird Transformation ganz anders gelesen als im Westen. Da ist Transformation eher das Niederreißen von altbekannten Strukturen und ist nicht so positiv besetzt, dass man zum Beispiel im Westen gleich an Windräder denkt, wenn man an Transformation denkt. Und sie setzt halt auf die soziale Gerechtigkeit, indem sie sagt, wir müssen das so gestalten, dass wir alle mitnehmen können und vor allen Dingen die armen Menschen. Da sieht die Linke tatsächlich Potenzial, auch Wählerpotenzial. Meines Erachtens deswegen auch dieser Gang heute mit diesem Thesenpapier erstmal an die Partei und an die Presse, um zu zeigen, dass sie sich eine andere Struktur wünschen, eben einen anderen öffentlichen Nahverkehr, der günstiger ist. Sie wollen die Bahn ausbauen, aber immer eben mit Blick auf die Preise. Zum Beispiel auch bei den Lebensmittelpreisen sagen sie, bevor man über höhere Lebensmittelpreise spricht, was der Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir jetzt getan hat, sollte man doch lieber aus Sicht der Linken über höhere Hartz-IV-Sätze sprechen, damit sich diese Menschen eben auch höhere Lebensmittelpreise und bessere Lebensmittel leisten können und auch Wohnungen leisten können, die zum Beispiel an vielbefahrenen Straßen sind. Da sagen sie, da muss man den Straßenverkehr eben umleiten, damit die Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, eben auch ein gutes Lebensumfeld haben. Also sie verknüpfen den Klimawandel, die Transformation immer mit der sozialen Frage, immer mit Blick auf die finanziell schwächer Gestellten in dieser Gesellschaft. Justus Kliss damit. Vielen Dank nach Berlin.